Oh, Alter, was geht ab, Leute? Wir starten das Video mit ein paar Eiern. Eigentlich haben noch irgendwie so 800, 900 Meter gefehlt, aber auf einmal schlüpfen sie einfach. Gab wohl eine Verzögerung mit dem Update. Also erstes Pokémon Pantimos, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir haben bisher noch kein Shiny Regener, das gebrütet. Und das Event geht nur noch 3 Tage, also heute, morgen und Montag noch. Dann war's das. Und wir waren bisher so erfolglos. Okay, was heißt erfolglos? Wir hatten 5 Shinies, aber kein Regionales. 2 Magpie, 2 Cursilla und ein Alola Vulpix. Oh mein Gott, ey, Pantimos. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war's. So, und. Mann, fuck so. Das sollte es aber gewesen sein. Ja. Auf geht's. Rocket Stop. Nocturne. Ich bin auf der Jagd nach Nocturne. Heute keine Mewtwo Raids mehr. Ich habe das Interesse verloren. Nachdem Mewtwo für die X-Raids angekündigt wurde, seine Rückkehr, habe ich nicht wirklich Interesse, Pässe auszugeben, vor allem nicht bei der leidenden Box. Dementsprechend machen wir wieder Arenen, brüten unsere Eier, jagen unser 100er Nocturne, jagen ein paar Shinies, Yanma ist am Start, Gen 5 Shinies sind am Start, Click, Raids können wir machen. Aber Mewtwo, so erstmal, glaube ich, erst wieder zur Rage-Stunde. 8.10. ist der Ersatztermin. Einfach großartig. Vor allem sollten wir uns beeilen mit den Nocturne, also beeilen. Man weiß ja nie, wann wieder neue dazu kommen. Vielleicht geht der weg, rotiert aus oder es sind dann zu viele da und er wird seltener. Dementsprechend nutzt man die Chance noch. Ich habe jetzt länger keine Rocket Stops mehr gemacht, weil keine Tränke, keine Beleber. Aber jetzt können wir wieder abgehen. Jetzt können wir eigentlich wieder jeden machen, den wir sehen. So, schauen wir mal. Beim letzten Mal war ich knapp daneben. 98 habe ich bekommen. Oh, tot. Zeit für ein paar 7er. Haben wir Glück. Warte mal. So. Ist so. 305. Gib mir. 100er ist so. 305. Oh. Ne. Aber wir haben noch ein paar Versuche. Stell ich mal ein Stück zurück. Fluffelhof. Es sind zu viele Babys in den Eiern. Was eigentlich Sinn macht, Babys und Eier und so. Aber. Es ist passiert! Junge, was ist das für eine Glücksträhne? Es ist passiert. Einen. Endlich. Nach 300, 400 Eiern. Diese Erleichterung. Es ist passiert. Shiny Tauros. Fehlt noch Poganta und Kangama. Pantimos brauche ich nicht unbedingt zu brüten. Den kann ich mir auch wild fangen. 305. Es ist endlich passiert, Leute. 500 irgendwas. Nicht 45. Und? 100er Tauros? 100er Tauros? Nee. Das wäre zu krass gewesen. Wir müssen neu aufladen.
Ja, wir müssen neu aufladen. So. Was ist das hier? Stein ins Rollen, ah, Labita. Mit der Arena. Die ist so knapp vor Gold. Wir können mal schauen, ob sie jetzt Gold wird. Wenn nicht, dann hoffentlich bleibe ich so lange drin, bis sie Gold wird. Ne, hat nicht ganz gereicht. Ich habe einen Knockdown gemacht. Wir checken mal die IV. Habe ich noch nicht nachgeschaut. Leider nicht genug. Nächste Ladung 7er, Leute. Vielleicht haben wir noch Glück. Wir müssen unsere Glückssträhne ausnutzen. Okay. Dafür kann ich nichts anfangen. Wie, nur einer? Achso, das war der Unendliche, oder? Ne, das war nicht der Unendliche. Hä? 100 Meter fehlt bei den anderen noch. Okay, dann bis gleich. Jetzt sind die anderen 7er auch fertig. Und Faxo leider noch nicht shiny erhältlich. Den habe ich auch schon 200er. Zu krass. Oh, Pantimos. Hätten sie wenigstens Pantimos Junior, Pantimimi reingetan und den shiny erhältlich gemacht. Da hätte ich nichts dagegen, den zu brüten. Aber Pantimos ist halt echt leidend. Und das war's. So, endlich mal einen Klick gefunden. An einer Arena, wo ich noch die Punkte brauche. Nehmen wir gerne mit. Ist mein 3. aber schon. Auf den Raid-Touren hier und da. Mal einen mitgenommen. Okay. So, schauen wir doch mal. Ich habe keine Ahnung, was gut ist. Aber ich glaube 513 nicht, weil ich habe schon einen höheren. Und Shiny natürlich braucht man. Schauen wir mal. Oh, Digga, was ist da los, Mann? Alter, was ist mit meinem Glück, Mann? Was ist mit meinem Glück? Okay, mein Glück ist echt heftig, Mann. Ja, jetzt muss er nur noch mal drin bleiben. Oh. Nicht alle Bälle verschmeißen hier. Okay, jetzt wird es langsam knapp. Ey. Okay, wir haben ihn. Oh mein Gott, ich habe so viele Bälle verschmissen. Okay, ein paar Eier haben wir auch, so wie es aussah. Ja. Vielleicht haben wir noch mehr Glück. 100er? Nee. Alter, was für ein Glück, Mann. Und? Ach. Mein 3. jetzt während des Events. Aber 3 Shinies heute. Nicht 100 leider. 7 mal 15. Shiny Magdi, Mann.
Oh mein Gott, wie viele von denen habe ich jetzt? Oh mein Gott! Alter, was passiert hier? Taugos! Zum Vertauschen jetzt! 4 Shinies heute! 2 Taugos! Aber leider kein Kangama und Polenta. Aber heftig, Mann! Heftig! Krasse Ausbeute gestern! Der Mac ist ein bisschen rot. Oh mein Gott! Keine Ahnung, was der gerade verarbeitet. Aber wir schauen uns doch mal die Ausbeute von gestern an. Shiny Yanma habe ich leider nicht bekommen. Oh ja, und die Nocturne habe ich auch noch. Shiny Yanma leider nicht bekommen. Da gehe ich heute nochmal auf die Jagd. Ich glaube, die letzten 3 habt ihr gar nicht gesehen. Nee, leider nicht. Leider nichts dabei, oder? Nee. Das ist unser bereits Erlöster, leider. Den können wir nicht nochmal erlösen. Ja. So, und 96er Lucky habe ich bisher, das war mein bester. Ersetzt jetzt von dem 98er erlöst, aber wir sind noch auf der Jagd nach dem 100er. Aber wir gehen mal ein. Schillernd. Ausbeute gestern. Klick. Shiny. Taurus. Shiny. Magpie. Shiny. Ist okay. Taurus. Shiny. Cosilla. Shiny. War das auch gestern? Ich glaube schon. Ist nicht schlecht auf jeden Fall, Cosilla. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und der hier checkt das Video von gestern ab. 100% Shiny Mewtwo. Ich bräuchte, also wir haben noch heute und morgen, Sonntag, Montag, Zeit zum Brüten für die Shiny Regionalen. Ich bräuchte mindestens noch einen. Egal, Taurus, Polenta oder Kangama. Denn ich muss es eh auf Glücks tauschen. Sprich, wenn ich 3 Taurus habe, kann ich ja ein Taurus gegen Taurus tauschen, ein Taurus gegen Kangama, ein Taurus gegen Polenta. Sozusagen. Und wenn ich einen Kangama bekomme, dann kann ich ein Taurus gegen Taurus machen, das Kangama gegen Kangama und das Taurus gegen Polenta sozusagen. Also dementsprechend, ich brauche einfach irgendein Shiny Regionales, außer Pantymos. Und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Und dann halt noch irgendjemanden finden, der mir tauschen will und mit dem ich glücklich werde, aber das ist eine andere Sache. Aber zum Ende sind sie doch noch gekommen. Das kann ich sagen, eine gute Ausbeute. 100er Nocturne fehlt leider noch, aber Glück ist eh aufgebraucht mit den ganzen Sachen hier. Ich kann mich nicht beschweren. Hier, den hier habe ich auch noch bekommen vor ein paar Tagen, den hier. Also, ich bin zufrieden. Wie gesagt, ich bin heute noch auf der Jagd nach Shiny Yanma. 100er Nocturne, ein paar Arenen machen. Noch ein paar Raids machen. Klick, 100% kann ich noch gebrauchen. Und natürlich die Arena-Punkte auf den ganzen Arenen. Das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Erfolg für die letzten paar Tage noch mit den Shiny Regionalen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.